So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Wie ihr seht, sind wir in so einer Art Traumwelt gefangen vom Dunklen. Und jetzt müssen wir den Klicker finden, um da wieder schleunigst auszubrechen. Ich gehe jetzt mal zu Alice, mal schauen, was da passiert. Da passiert gar nichts. Naja, dann suchen wir mal den Klicker. Kann ja nicht so schwer sein, den zu finden. Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Nein! Soll ich Dr. Hartman anrufen? Ach, da steht sie ja. Hi, na? Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Die Parcher ist bisher deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Bin ich müde. Komm wieder ins Bett, Alan. So, da liegt er schon. Komm wieder ins Bett, Tom. Aua. Da haben wir das gute Stück. Das ist Mr. Scratch, schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Drücken Sie den Klicker. Drück den Klicker, Alan! Oh, wo ist denn mein Netz gelandet? Ups. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich diese ganzen Wörter anläuten. Hallo? Ich verfolgte die Idee eines Wegs. Warst du schon? Ich verfolgte die Idee eines Weges. Telefonmasten. Ist da was drin? Nee. Ich verlasse dich. Was? Es tut mir leid, Alan. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Alice? Nein, was soll das? Du kannst... Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einer Arbeit zu quälen, die du nicht mehr schaffst. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an! Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an! Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Okay, dann mal über die Brücke. Du bist nicht Barbara! Tom, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch artig. Bitte binde mich los, du böser Junge. Ich werde dir dabei helfen, dein Meisterwerk zu schreiben. Ich werde dich bis in alle Ewigkeit lieben. Nein, du bist nicht Barbara Jagger. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen. Du bist falsch zurückgekommen.
Dein Herz ist voller Dunkelheit. Leg das Messer weg, Thomas. Leg es hin. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Ich schneide es raus und bring dich in die Tiefe zurück, aus der du kommst. Nein! Dann geht's aber zur Sache, du. Voller Dunkelheit. Ach, und da sind wir dann schon bei der Hütte. Hexe. Mal schauen, wo ob die Jagger da drin ist. Ich will weg. Barbara Jagger. Alice? Alice, ich komme. Ihr Mann hat sich geweigert, den Befehlen zu folgen. Er musste nur das. Jetzt kriegen Sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als sie. Älter als ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt. Ich konnte Alice Gegenwart spüren, ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste, wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit, Ursache und Wirkung, es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht, zurück ins Licht. Oh nein! Thank you.
ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. Alles klar, boah. Das war aber jetzt ein Ende. Aber so richtig ganz habe ich es jetzt nicht verstanden. Weil der Alan war jetzt da zum Schluss nochmal so ein bisschen neben der Spur. Vielleicht riecht es ja nach einem neuen Teil. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich lasse die Credits jetzt auch einfach rüberlaufen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die nächsten Tage beim nächsten Projekt. Also haut rein. Ciao.